Seid ihr eigentlich auch schon mal beim Lügen erwischt worden? Mal sehen, ob ich gleich auch erwischt werde. Denn ich muss Basil Bericht erstatten, dass ich Jared umgebracht habe, einen Auftragsmord. Habe ich natürlich nicht gemacht. Aber ich kann ja so tun. Tja. Ich werde immer mehr verstrickt in die zwielichtigen, undurchsichtigen Geschehnisse in Hatmandor. Da geht's lang. Und ich bin auf der Spur von Gandorah. Aber dazu muss ich erstmal einige Aufträge erledigen hier. Unter anderem für Basil. Und wer zu den Guten und wer zu den Bösen letztendlich zählt, kann ich noch gar nicht so richtig abschätzen. Ey, vorbei. So. Basil, dann tue ich mal so. Ist alles erledigt? Ja, inklusive der Mutter. Und ich habe es so hingedreht, dass die Leute denken werden, dass beide die Stadt über Nacht verlassen haben. Kreativ, das muss man dir lassen. Mirage fängt an, sich für dich zu interessieren. Ich dachte, niemand weiß, wer er ist. Weiß auch niemand. So gut wie niemand. Er teilt sich uns über einen einzigen Kontaktmann mit. Tonk. Wo kann ich ihn finden? Hey, langsam. Lass es dir nicht zu Kopf steigen. Ich habe dich nur hierher gebracht, um unsere Abmachung zu erfüllen. Ich dachte, es würde dich vielleicht interessieren, wie deine jüngsten Aktivitäten so aufgenommen werden. Mehr nicht. Der Captain? Ich frage erst nochmal was über den Tower of Fangs. Was kannst du mir über den Tower of Fangs sagen? Nur darüber zu sprechen, hat so manchem schon den Tod gebracht. Und ich rede von kräftigeren Kerlen, als du und ich es sind. Man erzählt sich, Gandorah persönlich hat einen Schutzzauber darauf gelegt. Ich weiß ja, dass du eine Ader für todbringende Missionen hast, aber glaub mir, es gibt schlimmere Dinge als den Tod. Gerüchten zufolge gibt es nur einen, der den Turm betreten hat. Der Captain. Aber die Leute reden viel. Man erzählt sich zum Beispiel, dass er ein Pferd aus Kristall reitet. Okay. Sehr interessant. Der Captain, wo finde ich ihn? An so eine Information komme ich auch nicht so leicht heran. Ich kann dir nur seinen Namen nennen. Felonon Numen. Kein Wunder, dass alle nur Captain sagen. Sein Name ist nicht typisch für die Gegend. Früher hat er einen Schlachthof gehabt in Chesna da. Als die Schergen der Regierung ihn enteignet haben, hat er Blut gerochen. Sie wollten ihn verhaften, aber er hat 3 Wachen umgelegt, bevor sie überhaupt gemerkt haben, was Sache ist. Seitdem rekrutiert er Leute. Aber er bewegt nicht viel, das verdammte Arschloch. Mit seiner beschissenen Guerillataktik macht er uns nur das Leben schwer. Zerstört Lieferungen, die wir eigentlich rauben wollten. Bringt die Wachen um, die wir fürs Wegsehen bezahlt haben. Aber was ist eigentlich dein Interesse dabei? Was Persönliches. Eine Vendetta also? Ja, du brauchst nichts zu sagen. Ich kenne diesen Blick. Ich könnte dich nicht aufhalten, selbst wenn ich es wollte. So ungefähr. Rache. An Gandorah. Für die Entführung meiner Schwester, Kira. Kannst du mir etwas über Risa sagen? Freut mich, wenn dir mein Neuzugang gefällt. Sie hat einen Job gebraucht, das war vor ein paar Wochen. Ich konnte nicht Nein sagen, als sie zu mir gekommen ist, wenn du verstehst, was ich meine. Ich könnte ja ein Treffen arrangieren zwischen euch beiden, an einem ungestörten Plätzchen. Aber ich glaube, so viel Geld hast du nicht. Danke.
Ich weiß es zu schätzen. Ebenso. Bevor du gehst... Tut mir leid, Basil, aber... Entspann dich, es ist nur ein Angebot. Was für eine Art von Angebot? Ich arrangiere Kämpfe von Zeit zu Zeit. Also, falls du jemals das Gefühl hast, du könntest ein bisschen Gold gebrauchen. Aha. Ja, ich glaube, das sind Arena-Kämpfe. Aber ich will jetzt nicht zu viel auf einmal. Ich denke, ich komme nochmal drauf zurück. Ich denke darüber nach. Komm wieder, wenn du deine Meinung geändert hast. Werde ich tun. Oh, Skillbuch der Giftpfeile. Und 2500 Euros. Quatsch, Auras. Klingt ja fast so ähnlich. Gut, das Skillbuch werde ich natürlich gleich mal einlesen. So. Und der Soundbug, deswegen quatsche ich ihn nochmal an, dann geht das meistens weg. Ja, ist nervig. Wusste ich's doch, dass du dich für diese Kämpfe interessieren würdest. Ich denke darüber nach. Komm wieder, wenn du deine Meinung geändert hast. Ja, das ist ein wenig blöd, aber es ist schon seit ewigen Zeiten da drin. Und leider nicht behoben. Topware. Reality Pump. Schämt euch. So. Risa. Tja. Was wird aus uns zweien? Hm? Hat sie was zu sagen? Noch nicht. Aber es kann ja noch werden. Denke ich mal. Schöne Musik. Ja, das liebe ich ja so an Towards Two, diese Stimmung. Diese Inszenierungen. Diese Details. Aha. Was haben wir denn hier? Ich hatte mir eine etwas andere Vorstellung von dir gemacht. Wie soll ich das verstehen? Ich bin übrigens Tong. Wie ich annehme, hast du bereits von mir gehört. Wer du bist, ist mir nicht verborgen geblieben. Aber ich werde schließlich dafür bezahlt, solche Dinge zu wissen. Ich weiß, wer du bist. Wie man hört, stellst du viele Fragen, zum Beispiel über den Tower of Fangs. Das ist, mit Verlaub gesagt, ziemlich leichtsinnig von dir. Aber wenn du wirklich mehr über diesen Turm erfahren möchtest, schlage ich vor, dass du mit mir kommst. Mhm. Okay. Endlich mal eine heiße Spur hier. Oder eine Falle. Oh. Wer weiß. Wir werden es gleich erfahren. Was auch immer das Herz begehrt, hier werdet ihr pünktlich werden. Oh. Wo lockt er mich hin? Immer her damit. Ach, nicht das Fass. Den Trank, Mensch. So, und jetzt? Ich bin auf alles gefasst. Nach dir. Ach so. Nach dir, bitte. Aha, ja, ich ahne schon. Ein Käfig, ein Gitter. Ja, und jetzt bin ich wahrscheinlich der Dumme. War klar. Ich muss für diese auf den ersten Blick zweifelhaften Methoden um Verzeihung bitten. Jetzt mach schon das Tor auf. Nicht so schnell. Ich fürchte, ich kann nicht zulassen, dass du die Aufgabe übernimmst, bevor ich nicht weiß, dass du auch fähig genug bist, sie zu einem gewünschten Abschluss zu bringen. Ich weiß nicht, worüber du redest.
Der große Mirage bietet dir Informationen über den Verbleib eines gewissen Captains, der, wie du sicher weißt, die einzig bekannte Person ist, die den Turm jemals betreten hat. Ich meine, der einzige, der ihn auch lebend verlassen hat. Und was erwartet der große Mirage als Gegenleistung? Aber rein gar nichts. Er überlässt dir diese Information als Zeichen seines guten Willens. Warum dann diese Fallhürden? Oh, es ist nichts Persönliches. Mirage hat nur seine eigene Vorstellung von Aufnahmeritualen, wenn er jemand Neuen verpflichtet. Nun, möchtest du immer noch erfahren, wo sich der Captain aufhält? Ja. Du wirst ihn und seine Leute in einem Unterschlupf südlich von hier vorfinden, in einem kleinen Dorf. Genaueres solltest du mit den Rebellen vor Ort klären. Aber nun zurück zu den Formalien. Meine Herren, wenn Sie mit Ihrer Arbeit beginnen würden, viel Glück. Ich hab Gesellschaft. Oh Gott, eine Falle. Oder ein Test? Halunke. Was war das? Gut. Die Lampe. Die Lampe hat auch einen abbekommen. Ja. Was sollte das? Hoffentlich lohnt sich's. Das war recht beeindruckend. Es liegt etwas beinahe Theatralisches in deinen Ausführungen. Was für eine Art Test soll das gewesen sein? Eine, die tendenziell dein Missfallen auslöst, wie mir scheint. Was mich daran erinnert, dass der große Mirage dir ein Angebot unterbreiten möchte. Was, wenn ich kein Interesse habe? Obwohl deine Bedenken durchaus verständlich sind, solltest du in Betracht ziehen, dass Mirage nicht die Art von Mann ist, die ein Zögern für besonders angebracht halten würde. Wie lautet das Angebot? Du hast eine Reihe von Fragen gestellt, in Bezug auf die erst kürzlich zu beklagenden Mordfälle. So ist es. Demnach ist dir nicht verborgen geblieben, dass Mirage vor etwa 8 Jahren die Nachfolge in der Führung der Organisation angetreten hat. Er hat sich nach oben gemordet. Gewissermaßen. Bevor Mirage sein Erbe antreten konnte, war er gezwungen, den Vorgänger Tyrs Darrum seiner Stellung zu entheben. Leider verweigerten einige von Tyrs Darrums Leuten die notwendige Mitarbeit. Er hat sie umgelegt, sie und ihre Familien. Nachdem wir Darrums Domizil einer gründlichen Säuberung unterzogen hatten, musste mein Herr feststellen, dass wir ein Detail außer Acht gelassen hatten. Es war ein Junge, Darrums Sohn. Er hat überlebt? Jemand anderer hatte seinen Platz eingenommen, ein Neffe von Darrum. Die Familienähnlichkeit war frappierend. Sie war so groß, dass der Irrtum nicht gleich aufgefallen ist und Darrums wahrer Erbe hatte Zeit unterzutauchen. Und nun denkt ihr, dass er... Das ist in der Tat die Annahme. Ah, und jetzt wollt ihr, dass ich... diesen Fehler korrigiere. Und was bekomme ich dafür? Geld natürlich. Der gute Wille meines Herrn wird sich auf nicht unerhebliche Weise finanziell niederschlagen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass sich unsere Geschäftsbeziehung bei Erfolg gewissermaßen konsolidieren würde. Wird ja immer komplizierter, das Ganze. Was für den X? Ablehnung, okay. Ja, was bleibt mir über? Ich mach's. Gut, dann solltest du mit Cesk anfangen. Er ist der einzige Anhänger von Darrum, der sowohl von der gegnerischen Seite als auch von uns verschont blieb. Und warum diese Milde? Mein Herr hat sehr weise angenommen, dass, sobald Darrums Sohn in die Stadt zurückkehrt, er Kontakt mit Cesk aufnehmen würde. Er steht die ganze Zeit unter Beobachtung. Weshalb wir heute davon ausgehen müssten, dass unsere ursprüngliche Annahme falsch war. Warum ist er dann noch wichtig? Nun, wir interessieren uns für die Frage, ob wir vielleicht eine Kleinigkeit übersehen haben. Es ist Teil deiner Aufgabe, das herauszufinden, bevor die Lage eskaliert. Betrachte deinen Auftrag bitte nicht als ein krudes Verhör.
Gewinne sein Vertrauen. Er hat eine kleine Werkstatt in Cessna da. Ich hoffe, Basil hat dein Repertoire in derartigen Angelegenheiten nicht überschätzt. Ich wünsche gutes Gelingen. Mhm. Zesk, schon wieder jemand Neues. Erzähl mir mehr über Zesk. Er ist Waffenschmied in Cessna da. Seine Erscheinung lässt leicht falsche Rückschlüsse auf sein wahres Alter ziehen, in wenig schmeichelhafter Hinsicht. Er ist keineswegs jung, aber er wirkt noch viel älter, als er ist. Wir bestellen nur gelegentlich etwas bei ihm. Äußerst skurril, dass wir es überhaupt tun. Also ist er auf Großbestellungen der Regierung angewiesen. Massenproduktion. Und das widerstrebt seiner Handwerkerehre zutiefst. Erzähl mir mehr über den Jungen. Er hat dunkles Haar und heißt Daniel. Aber mit der Zeit werden diese unbedeutenden Informationen vermutlich noch unbedeutender. Tja, dann habe ich wohl sozusagen einen Auftrag. So könnte man das sehen, ja. Mhm. Wohin des Weges? So. Und auf. Okay, den Dolch nehme ich. Das andere ist mir zu schwer. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Wo ist der hin? Nee, da komme ich nicht weiter. Aber mir scheint eine weitere Sidequest, um das Puzzle zusammenzusetzen. Was immer komplizierter wird anscheinend. Hey du, der Kommandant hat mir gesagt, dass ich dir die Schlüssel geben soll. Schlüssel? Ja, die Schlüssel zu den Toren. Wir mussten ein paar Wüstengebiete abriegeln, wegen der Warns. Verdammte Bestien. Leider haben sie ein paar Tore übernommen. Wer jetzt in die Wüste will, muss erstens lebensmüde sein und braucht einen Schlüssel. Erhalten. Schlüssel zu den Toren. Aha. Achso, hier bin ich. Ja. Das heißt, man vertraut mir zunehmend. Wie es aussieht. So, jetzt muss ich mal schauen. Der Captain. Endlich weiß ich, wo sich der Captain versteckt. Verdammt schwer aufzutreiben, dieser Kerl. Aber offenbar ist er der Einzige, der mir sagen kann, wie ich in den Tower of Fangs komme. Er hat sein Lager in einem kleinen Dorf südlich von Hatmandor aufgeschlagen. Ja, das ist wohl eine wichtige Quest, genau, Kapitel 1. Und was habe ich denn noch? Die Morduntersuchung, ich soll Zack finden, Zesk vielmehr heißt er wohl. Wo ist das? Soweit. Moment, das muss ich erst aktiv setzen. Genau, dann geht's erst. Das ist nämlich in Cessna da, genau. Das ist nicht ganz so weit. Da ist also dieser Zesk oder Zask. Und was noch? Kräutermittelchen ist erstmal nicht so wichtig. Zum Kommandanten muss ich noch. Genau, den hatte ich, glaube ich, im Turm nicht angetroffen. Muss ich auch nochmal hin. Dann würde ich sagen, ich gehe erstmal zu diesem Zesk in Cessna da. Da kenne ich mich ja auch
aus. Genau. Ja. Da ist ein Ort, an dem ich noch nicht war. Das wäre vielleicht dann für die nächste Folge ein Erkundungsziel. Genau. Es liegt ja quasi, ja, nicht auf dem Weg, aber das macht mich doch jetzt neugierig. Denn dann habe ich das ganze Gebiet hier im Nordwesten quasi erkundet. Ja, genau. Guter Plan. Das heißt, ich könnte auch mal den Teleporter benutzen. Um an Xesk zu gelangen. Genau, dann könnte ich ja auf dem Rückweg hier vorbei. Dann teleporte ich mich da erstmal hin. Genau. Und dann geht's dort weiter. Simsalabim. Mitten in der Nacht. 35 Meter, ja. Das kriegen wir hin. In dieser Richtung. Schauen wir nochmal. Richtung Süden muss ich. Vielleicht hier rum. Ist echt labyrinthisch hier. Wie gelange ich dorthin? Das ist mal wieder die Frage. Ich gehe erstmal hier lang. Und dann nach links. Ja, ich glaube, ich brauche mal einen Stadtplan. ja, vielleicht muss ich wieder übers Dach oder über die Treppe. Mal sehen. Genau, hier war doch dieser Jared, den ich verschont habe. Boah, voll die Nachladeruckler hier. So, wie komme ich hier weiter? Hier runter. Vielleicht da lang. Ja, vielleicht da rum. Tricky zu finden alles hier. Oder gehe ich im Kreis? Jetzt muss ich mal schauen. Ist ja echt labyrinthisch. Ja, müsste eigentlich passen. Oder ist es auf der anderen Seite? Moment. Ach nee, war da nicht die Rede von Schmied? Genau. Ja gut, das ist dann was für die nächste Folge. Dann würde ich sagen, schaltet wieder ein, wenn es heißt Two Worlds. Abend. Okay, dann sage ich einfach mal, bevor ich jetzt irgendwelchen Stuss rede, bis zur nächsten Folge, der Argonaut. Ciao.